Draco Malfoy, A Brick in a Time, Kapitel 3. Die merkwürdige Narbe. Teil 1. Woher hatte ich diese Narbe auf der Stirn? Und wieso hatte sie die Form eines Blitzes? Fragen über Fragen und irgendwie keine Antwort. Den einzigen Anhaltspunkt, den wir haben, ist dieser Lord Voldemort. Wer auch immer er ist. Anscheinend existiert er nur in anderen Welten, aber nicht hier. Wie soll man jemanden bekämpfen, wenn man keine Ahnung hat, wer der Typ überhaupt ist? Erklärt mir das mal! Wie dem auch sei, wir müssen schnellstens eine Lösung finden. Egal wie. Ich habe auf jeden Fall eine Vermutung, was diese Narbe angeht. Die Vermutung ist... wie soll ich das sagen? Der Schlüssel für die Lösung könnte wie vielleicht Harry Potter sein. Denn Potter, also in der Welt des anderen Draco Malfoys, hatte diese Narbe. Er war verbunden mit diesem Lord Voldemort. Andere Vermutung, es könnte auch sein, dass ich diese Narbe bekommen habe aufgrund dieses Lichtblitzes. Dem Avada Kedavra, wie ich vermute. Nein, ich bin mir sogar sicher, dass es der Todesfluch war. Möglicherweise konnte er mich nicht töten, weil ich nicht in seiner Reichweite war. Er konnte mich nicht töten, weil es eine Sphäre im Traum war oder so. Er war ja nicht wirklich hier, er war ja nicht wirklich anwesend in unserer Welt. Er hat den Fluch angewendet in seiner Welt. Vielleicht sind wir jetzt auch verbunden. Vielleicht sieht er jetzt Sachen mit meinen Augen. Was ihm vielleicht sogar schneller ermöglicht, in unsere Welt einzureisen, wenn er genau weiß, wie die andere Welt aufgebaut ist. Die Struktur und allem. Aber was ich nicht verstehe, wie er es schaffen soll, durch meine Augen das herauszufinden. Aber ich kenne diesen Voldemort nicht. Ich weiß nicht... Also ich weiß schon, zu was er fähig ist, aber nicht ganz. Ich weiß nicht, ob er überhaupt die Fähigkeit hat, in andere Welten zu reisen. Einfach so. Das weiß ich nicht. Aber wir sollten kein Risiko eingehen. Deswegen liegt es in meiner Verantwortung und in der von Hermine, das herauszufinden. Draco Malfoy... Würdest du dich aus deinem Schlafsaal bewegen? Ich hätte eine Frage. Oder eher gesagt eine Bitte. Ich bräuchte deine Hilfe. Die Stimme von Luna Lovegood. Ich lag auf meinem Bett immer noch in Gedanken an die Narbe und an Voldemort und allem und bemerkte sie erstmal nicht. Bis sie etwas lauter fragte. Draco, würdest du bitte rauskommen? Ich hätte eine Bitte. Ach, was ist denn, Luna? Ich hab grad keine Zeit für dich. Ich steck hier grad in einem echten Dilemma. Bitte, es ist wichtig. Die Slytherin haben wieder meine Sachen versteckt. Ich find sie nicht mehr. Na schön, ich komme. Mann, warum ausgerechnet jetzt? Warum ärgerten sie überhaupt die arme Luna? Die kann doch nichts dafür. Sie ist etwas speziell und etwas eigensinnig. Und labert meistens wirres Zeug, aber sie ist eine gute Seele. Wer kommt denn auf sowas? Ja, Luna... Wer hat dir das denn angetan? Ich habe einige der Slytherin gesehen, wie sie gekichert haben und meinen Namen gerufen haben und mir gezeigt haben, dass meine Sachen da oben lagen. Ich habe gefragt, wer das war. Keiner konnte mir sagen, wer. Sie haben nur gelacht. Warum, weiß ich nicht. Aber helfen wollten sie mir nicht. Ja, ist ja klar, weil sie es waren. Das glaub ich nicht. Nicht bei diesem netten Gelächter. Ah, Luna, du bist echt nicht von dieser Welt, oder?
Und dieser Junge, dieser Harry Potter hat am lautesten gelacht. Potter. Das ist doch dieser Schwere, oder? Schwere, was meinst du? Harry Potter, der etwas Übergewichtige. Mit so einem fragenden Gesichtsausdruck. Nein, nein. Luna, das ist Vincent Crabbe. Oh, dann hat er am lautesten gelacht. Aber wer war dann nochmal Harry Potter? Ein Junge, dunkles Haar, etwas groß und dunkle Haarfarbe, Wuschel, so ein kleiner Wuschelkopf. Also fast so groß wie ich sogar. Also 1,82 Meter? Ja, nur ein Ticken kleiner. Er ist 1,80 groß. Ah, okay. Nein, der war nicht dabei. Glaubst du, dass dieser dickere Junge dahinter steckt? Ja, Luna, es war Vincent Crabbe. Das sieht ihm auch ähnlich. Und seinem besten Freund Gregory Goyle genauso. Ich verstehe nicht, warum sie das machen. Weil sie Spaß daran haben, Schwächere, runterzuziehen. Sowas macht man nicht. Und ich möchte sowas auch nicht glauben, dass Menschen von Grund auf schlecht sind. Bei denen, das ist das typische Reinblutgesindel. Jetzt rede ich jetzt schon fast so wie der Weasley-Junge. Egal. Ich ging mit Luna auf jeden Fall auf den Hof und sammelte ihre Klamotten ein. Selbst ihre Unterhosen haben sie. Mann, wer macht denn sowas? Und eine bessere Frage, wie kommen sie überhaupt an ihre Klamotten rein? Luna, hast du deine Klamotten irgendwie nicht in deinen Kleiderschrank oder so? Nein, ich glaube, einer der Ravenclaws hat gelacht, als er an mir vorbeigegangen ist. Er hat sich auch mit den Slytherin-Jungs getroffen. Ja, dann waren sie das. Welcher Ravenclaw-Junge war das? Das war Jacob. Jacob Paula? Er? Nein, der andere. Nicht der aus unserer Truppe. Ach, Webley. Jacob Webley. Genau der. Na, den knöpfe ich mir später mal vor. Wobei, lass uns das jetzt sofort machen. Okay. Du hast deine Sachen jetzt alle wieder, oder? Ja, alle. Warte, ich guck noch mal nach. Ja, das sind alle. Wollen wir zurück in den Gemeinschaftsraum? Ja, lass uns das machen. Komm schon. Na los, wird's bald. Okay. Also gingen wir weiter. Dieser ach so schwierigen Mission hinterher, gingen zurück in den Gemeinschaftsraum. Und wen sahen wir da? Genau, Webley. Hey, Webley. Was gibt's denn, Malfoy? Was ist denn los? Was los ist? Wieso gibst du Luna Sachen den Slytherins? Damit sie damit den Unfug anstellen können. Ey, das war doch nur ein Scherz. Muss doch nicht so rumstänkern. Halt die Klappe, Webley. Sollte ich das noch einmal mitbekommen, werde ich dir Beine machen. Ja, schon gut. Mann, Digga. Was stresst du hier so rum? Ist doch alles easy. Ich werde es nicht mehr machen, versprochen. Und jetzt will ich einfach nur chillen. Bro, du versprühst dir echt eine negative Stimmung. Du bist ein hoffnungsloser Fall, Webley. Ja, von mir aus. Verpiss dich jetzt, Junge.
Du ruinierst grad. Na, du weißt schon. Nein, weiß ich nicht. Naja, du weißt schon. Mein Yin und Yang. Mein Feng Shui. Wir chillen. Positive Vibes, you know? Ja. Solche Menschen wie du es bist, machen mich echt fuchsteufelswild. Und solche Menschen wie du gehen mir am Arsch vorbei, Malfoy. Geh dir ein Schlackern oder keine Ahnung was, geh Hermine bumsen, ist mir scheißegal, nur lass mich in Ruhe. Wag es nicht, Hermine damit reinzuziehen, ist das klar? Ja, schon gut, ist ja gut. Mann! Kannst du jetzt bitte gehen? Halt dich fern von Luna. Ja, okay. Mann! Dieses Arschgesicht! Wie kann er es wagen, mit mir so zu reden? Wie kann er es wagen, Luna sowas anzutun? Hey, Lou, bei dir ist klar soweit? Ja. Ist es. Da ich meine Sachen wieder habe, werde ich sie wieder in meinen Kleiderschrank legen. In meinen Schlafraum. Danach treffe ich mich mit Neville. Willst du mitkommen? Nein, schon gut. Genieß eure Zweisamkeit. Wieso wollen Menschen, die eine Beziehung führen, Zeit für sich? Liebst du Neville? Ja, sehr. Genau deswegen. Manchmal brauchen Liebende Zeit für sich, ohne Störfaktoren, wie andere Gesellschaft, außer euch beide. Geht es dir auch so mit Hermine? Natürlich. Und wahrscheinlich auch Pansy mit Whistleby. Was hast du eigentlich gegen Ron? Ich mag ihn einfach nicht, aber das ist Pansys Sache. Hast du denn mal auch was mit Pansy alleine unternommen? Ihr seid doch beste Freunde. Nein, seit Monaten nicht mehr. Ich war verhindert. Außerdem hat Pansy mich nicht einmal besucht, als ich im Krankenflügel lag. Na und? Ja, sowas macht man nicht. Pansy hatte viel zu tun. Sie musste nachsitzen. Nachsitzen? Wieso? Naja, wegen Ron. Er hat eine blöde Bemerkung bei Snape gebracht. Und die beiden mussten dafür nachsitzen. Und das nur, weil sie Gryffindor sind. Typisch Snape. Aber dennoch, sie konnte doch... Nein, konnte sie nicht. Sie mussten nach Schulbeginn ständig nachsitzen für circa einen Monat. Wirklich? Echt jetzt? Ja, sie hat versucht, morgens dich zu besuchen. Aber sie hat leider verschlafen durch die ganzen Strafarbeiten zusätzlich von Snape. Snape. Na schön. Danke für die Info. Ich werde dann mal. Bis später. Bis später, Lou. Grüß Neville von mir. Mach ich. Hat sie gerade versucht, Pansy zu schützen, oder... Nein, Luna lügt nicht. Ich glaube, sie sagt die Wahrheit. Snape. Ja, durch ihn musste ich auch schon mal nachsitzen. Auch wenn er mein Patenonkel ist. Und wie ich mich auch noch recht erinnere, ist er ziemlich gut befreundet mit der Mutter von Harry Potter. Vielleicht sollte ich Severus Snape ausfragen. Was er vielleicht weiß oder wissen könnte. Denn er war auch in meinen Träumen, sozusagen, als ich die Einblicke hatte in das Leben des anderen Dracos.
Na gut. Snape war damals also auch ein Todesser, nehme ich an. Vielleicht weiß er was. Aber wie denn? Es ist nicht derselbe Snape. Aber dennoch, sicher, sicher, ich frag ihn.